Unheil verschwindet nach Sieg über Grabesfürstendiener. Was heißt das jetzt? Keine Ahnung. Unheil verschwindet nach Sieg über Grabesfürstendiener. Sind die Fetten die Grabesfürstendiener? Das kann sein. Und ist Unheil, dass sie immer wieder kommen? Vielleicht. Oh, der Fette ist da auch wieder. Oh, das ist nur das Skelett, was nicht aufsteht. Vielleicht ist das Unheil. Ah, wer sind die Grabesfürstendiener? Die Großen. Vielleicht. Oder die unten drin. Ach toll. Das war leicht knapp. Würde ich mal behaupten. Aber es ist natürlich jetzt blöd, wenn der Dicke dann aufgestanden ist, ne? Hm. War ja nicht gerade einfach, den zu besiegen. Nee. Zur Zeit noch nicht. Vielleicht wird's hinterher mal einfacher. Aber ich meine, der gibt 500, ne? Ja, hat er 500 gegeben. Ah, da ist er wieder. Klong. Das heißt... Natürlich, die beiden, die Grabesfürsten, diese, vielleicht musst du alle auf dem Weg besiegen von denen, aber es ist natürlich blöd, wenn man hinterher keine Flakons mehr hat, ne? Weil für einen brauchst du ja schon drei Stück oder so. Ist halt schon was. Und du musst ja auch immer noch die Skelette vorher besiegen. Da war die Rolle war durch, ne? Aber trotzdem hat er noch getroffen. Scheiße, da hatte ich nicht mehr genug Ausdauer, um das abzuwehren. Aber du hast noch nichts verkauft, ne? Nee. Vielleicht sollte man gleich mal gucken, ob man nicht die Ausrüstung irgendwie anders einsetzen sollte. Ja! Er ist tot. Drei hast du noch. Ich weiß nicht, wie viel ich gerade für den eingesetzt habe. Ich auch nicht. Aber ich glaube, es waren drei. Das heißt, wenn ich gut spiele, könnte ich den schaffen. Und dann sehen wir, ob es das ist. Ja, vielleicht kommt danach noch einer. Ja. Guck mal, ich stehe so nah dran und trotzdem ist er noch nicht aufgestanden. Ja, aber du kannst dem jetzt auch immer schon mal ein paar Schläge geben. Da hinten geht's aber wirklich noch weiter. Ja, ja. Oder? Das nee, da geht's wieder zurück. Meinst du? Ja. Ich will hier gegen den kämpfen. Der aber nicht. Hallo. Oh, der ist sehr chillig drauf. Geht das? Ich probier's. Ist die Objektgröße der Grabsteine zu groß? Okay, da kommt er. Also es geht. Ja. Sogar noch getroffen. Autsch. Er auch. Oh, 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 oh. Oh, das war knapp. Das war Assi. Ich war am Trinken. Oh, damit den Tritt abgewehrt noch. Aber so hast du den echt gut im Schach gehalten, ne? Scheiße. Oh. Nein! Da war ich eine Sekunde zu spät. Oh, der hat nicht getroffen.
Ja! Jetzt hast du den Bogen raus. Alter! Die Viecher sind aber trotzdem krass. Trink am besten noch einen. Der letzte. So ein Schmarrn, ey. Hier geht's wirklich noch weiter. Oder? Ne, ich bin wieder am Anfang. Leute, dann kann man auch darum gehen. Ja. Aber den Weg finde ich besser, dann kann sie ziehen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das die Grabesfürsten waren. Ich meine, ich habe jetzt beide besiegt. Aber warum kam das da unten? Hast du irgendwo, bist du irgendwo draufgetreten oder so? Keine Ahnung. Weil es ist auf einmal erschienen, ne? Mhm. Wie das aussieht. Lol, der konnte das auch. So, jetzt gibt's hier keine mehr. Also außer unten in den Katakomben. Ich muss jetzt wieder hoch. Trotz, dass da zwei Gegner mit 500 sind, ist das voll die miese Trainingsstätte. Ja. Ich bin oben ja immer diese Runde gelaufen zu diesem einen Krieger. Da hat eine Runde immer 1000 gegeben und du konntest jeden mit einem Schlag töten. Also wenn du trainieren willst, musst du da hoch. Kannst du richtig gut grinden. So, dann gucken wir doch mal. Ich glaube, die sind wieder da. Ich auch. Aber dann mache ich die nicht nochmal. Dann haben wir jetzt das, was wir wollten, die beiden Gegenstände. Und dann müssen wir runter in die Katakomben. So. Oder wir gehen wieder nach oben und versuchen den einen Typen. Der war aber ein bisschen heftig, ne? Ja. Hier war das ein Schlag direkt tot und ein Schlag alles Ausdauer weg, ne? Ja. Machst du hier Rambo? Eigentlich nicht, ich konnte nur gerade nicht mehr. Ach verdammt, Sekunde zu spät. Das war viel zu früh. Okay, eigentlich will ich auch nur wissen, ob die Viecher da wieder sind, weil ich glaube, die Katakomben sind echt noch zu schwer. Naja, auch wenn die jetzt nicht mehr wiederkommen, dann müssen wir trotzdem in die Katakomben. So oder so müssen wir da rein. Wie meinst du das? Ja, wenn die jetzt wieder da sind, dann müssen wir in die Katakomben. Wenn die auch wechseln, müssen wir auch dahin. So, nee, wir können ja auch noch oben den machen. Ja, bei den. Ja. Da darfst du ja keinen Fehler erlauben. Durfte ich mir bei dem auch nicht so wirklich. Das gibt's nicht. Irgendwie war die Runde nicht so wirklich. Weil die haben immer genau dann geschlagen, wo ich gerade auf Schlag gedrückt habe. Kam ich nicht mehr ran. Was soll das denn, ey? Ich glaube, ich Katze. Kommt mir so ein bisschen bekannt vor, hier Herr der Ringe mäßig. Ah ja, da kann man auch herlaufen. Kannst du dich nicht auch. Du kannst dich droppen lassen. War das nicht irgendwie mit RB abrollen oder so? Nein, du kannst dich einfach hier droppen lassen. Naja. Hat zumindest seinen Zweck erfüllt. Wow. Das gefällt mir ja gar nicht, so nah am Abgrund. Und das alles für eine Seele. Menschlichkeit. Ring der Opferung? Ringe sind immer gut, weil da habe ich erst einen von. Keine Verluste bei Tod, aber Ring der. Aber der Ringgericht. Ja, das heißt, deine Seelen behältst du, aber. Nach einer Anwendung ist er weg.
Dann tue ich ja noch nicht rein. Kommt vielleicht noch eine Situation, wo man ihn braucht. Ja. Oh, funktioniert. Ja. So wäre man dann halt auch dahin gekommen, ohne sich droppen zu lassen. Aber das sah gerade so praktisch aus. Ja, ne? Hat halt noch so gepasst. Ja, ich wollte gerade noch runter. Ja, aber du musst den so besiegen. Ja? Ja. Den kann ich jetzt schon besiegen? Das weiß ich nicht, aber du musst ihn so besiegen, während er Feuer speit. Okay. Mama! Hey, ich kann ihn treffen. Klar kannst du ihn treffen. Dem kann man bestimmt auch den Schwanz abschneiden. Ha! Nur wie? Aber dann geht's auch lang, ne? Also eine Möglichkeit, da lang zu kommen. Aber auf jeden Fall jetzt mal deine Seelen wiederholen. Das waren 4000. Ja. Aber du kannst, wenn du da die Treppe hochgehst, dich hinter der Mauer verstecken, dann macht er diesen Feuerstrahl und tötet alle Gegner. Ich stand doch hinter der Mauer. Hast doch gesehen. Ich nee, war du, auch tot. Nee, du standst nicht hinter der Mauer. Also du standst schon hinter, aber du musst direkt hinter der Mauer stehen. Ja, ja. Komm, so schnell bin ich ja nicht. Meinst du da hinten hinter der Mauer, ja, oder was? Klappt das auch, wenn er jetzt nach vorne kommt? Ja, ich glaube schon. Du bist so ein Spoilerer. Du musst den, glaube ich, auch mit Wurfmessern pullen oder sowas. Hat doch gerade auch ohne geklappt. Ich weiß nicht warum. Den kann ich doch niemals besiegen. Ist das kein Wurfmesser oder so? Ein Bogen. Dann gib dir mal einen von hier. Kling. Oh oh, das ist so eine gute Idee war. Yay! Nochmal! Nochmal? Ich komme hier nicht mehr raus! Jetzt hau ich ihm einmal! Okay, tot. Nein, doch nicht. Die Mauer wäre aber nicht so weit weg gewesen. Ja, aber als ich das gesehen habe, bin ich schon wieder nach rechts gelaufen. Ist egal. Ich wäre sowieso nicht hingekommen, den kann ich ja noch nicht besiegen. Aber ich glaube einfach mit dieser. Wir müssen gleich mal nach deiner Ausrüstung gucken. Müssen wir gleich mal eine Pause machen und dann nach deiner Ausrüstung gucken. Weil diese Rolle ist zu langsam. Na guck mal, da kommt noch einer mit. Ah. So, wir sind jetzt bei dem Typen hier. Ich weiß gar nicht, ob zweihändig oder einhändig. Ich mach mal zweihändig. Blocken ist, glaube ich, vielleicht ganz wichtig. Vielleicht ausweichen auch. Ja, kommt direkt mal wie ein Rambo hochgelaufen. Wir haben mal ein bisschen die Ausrüstung geändert. Ja, ein bisschen leichter mal gemacht, dass wir auch ausweichen können. Oh, lol. Der hat getroffen und uns nicht direkt getötet. Lol. Aber ausweichen klappt besser, ne? Ja. Ja, definitiv. Oh, das ist ja gar nichts. Ich meine, er kann immer nur diesen einen Schlag, ne? Aber es dauert ewig. Ich mach mal auf zweihändig. Scheiße, boah, das war zu früh gerollt. Das hat man genau gemerkt, ne? Dass es genau im zu frühen Zeitpunkt war. Aber der ist jetzt schaffbar.
Aber es dauert ewig. Es dauert, aber er ist schaffbar. Wenigstens kann sie in Ruhe den Hab und Gut zurückholen, bevor er kommt. Ja, man muss ja immer schön hier die Treppe runtergehen, bis er kommt. Ne, Yogi? Wir versuchen es nochmal mit uns beiden, ne? Noch ein Tänzchen. Ewig den zu legen. Wow, das war knapp. Scheiße, da bin ich wieder zu früh. Das ist echt mega schwer einzuschätzen, wann der Schlag runterkommt. Das ist gar nicht so einfach. Nun gut, auf ein neues. Wäre lustig, wenn du den besiegst, der kommt auch wieder. Das wäre nicht lustig. Ich hoffe ja, dass der Schlüssel, den ich habe, da unten in die Tür passt. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Oder dahinter ist ein Leuchtfeuer, da kann man es ja wenigstens immer rauskommen. Boah! Backstab! Nein! Boah. Was hast du denn jetzt als Debuff? Keine Ahnung, wahrscheinlich war ich jetzt langsamer, weil ich konnte so nicht mehr ausweichen. Aber wie habe ich das denn gemacht, dass ich direkt hinter den kam? Weil du bist ja nicht gerollt, du bist einfach nur zu Fuß ausgewichen und dann hat es ja genug Zeit, dich hinter den zu stellen. Das war eigentlich richtig gut, ne? Hat auf jeden Fall ordentlich Schaden gemacht. Einmal so backsteppen. Ja, zeitweise hatte ich 13.000, 14.000 Seelen, ne? Als ich gegen diesen Skelett-Typen da unten gekämpft habe. Von daher. Aber das Ding, was er da als Waffe hat, das sieht auch komisch aus, ne? Das hätte ich gern als Waffe. Das ist bestimmt auch schwer. Aber es ist halt, der hält das wie so ein Schwert, aber es ist so ein komisches Ding mit einem Knüppel vorne dran, ne? Ja, das ist wieder. 72 Schaden, ne? Das war sehr knapp, weil er den nicht mehr anvisiert danach. Hoho. Boah, ich hab noch gar nichts abgezogen, oder? Doch, doch, doch. So ein Fünftel oder so. Boah. Jetzt Backstep. Oh, schade. Oh, hab ich Schwein, ey. Der hat auch irgendwie zweihändig, einhändig, siehst du das? Ja, ja. So ein Unterschied, aber hat wahrscheinlich wie wir, ne? So. Ja. Schöne Kampfstile dann. Ja! Ich denke, dann direkt wieder anzuvisieren, dann. Nein! Der hat's nicht angenommen! Hast du das gesehen? Ich war direkt hinter ihn gerollt. Ja. Oh.
trink am besten nochmal direkt. Scheiße, er kommt jetzt hier hoch. Ich komm nicht vorbei, ich komm nicht vorbei. Oh. Aber ist der Debuff auch wieder weg, ne? Ah, ich weiß, was das ist. Das ist mein Ring. Ich habe einen Ring. Je weniger Leben ich habe, desto mehr Verteidigung. Nein! 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 Es lief so gut! Nein! Es war doch so gut! Ja, je weniger Leben, desto mehr Verteidigung. Okay. Ah, ich habe zum Gefühl, den schaffe ich jetzt. Ups. Fallschlag macht auch viel mehr Schaden. Mhm. LOL. LOL! Was macht denn der da immer für einen blöden Schlag? Der kann auch noch andere Moves, ey. Das wird nur der gleiche, den er auch gemacht hat. Anlauf schlagen. Scheiße. Nee, jetzt kann ich nicht mehr, ey. Oh, seid morgen wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Dark Souls, Leute. Für heute ist Schluss. Bis dann, tschüss.